Guten Morgen zusammen, was für ein schöner Sonnenaufgang. Ja, und damit auch ein herzliches Willkommen hier in dieser Folge, wo wir eigentlich die Heizung gemacht haben und dadurch uns auch ein bisschen Geld angespart haben. War ich wirklich hier mitten? Ah, okay. Gut, das leert sich eh alles. Unser Stadion. Ja, da haben wir einmal verloren. Am 18.05. ist das nächste Match. Gut, was brauchen wir? Das ist die große Frage. Infoansicht, Strom geht. Wasser geht nicht wirklich. Grundschule geht gerade noch. Oberschule geht gerade. Universität läuft auch noch ganz okay. Gesundheitswesen ist super. Bestattung ist super. Verkehr ist teilweise kacke. Lärmbelastung sind wir am senken. Kriminalitätsrate ist gut. Gefängnisse können wir könnten ein Gefängnis bauen. So fangen wir mal an. Erstes Gebiet: ein Gefängnis bauen. Wird er außerhalb hin platziert, nehme ich an, oder da gefällt euch gar nicht, uns gefällt das schon. Ein Gefängnis ist wichtig. Okay, gut, genau, wollte gerade sagen, was ist da los. Bevölkerung ist natürlich arbeitslose Bürger 7%. Der durchschnittliche Richtwert richtet sich natürlich da in der Mitte positiv aus. Genau, haben wir da. Gut, das sehen wir auch da. Straßeninstandsetzung sieht gut aus. Heizung sieht gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Rohstoffe, ja, wissen wir eh. Gut. Ist gut, wir werden gut produzieren hier. Also Feuerwehr da unten rechts, okay, gut. Ist vollkommen gut. Ist auf die Feuerwehr, die werden wir dann noch hinplatzieren. War so, die werden alle glücklich sein, dass unsere Stadt immer größer wird. Was haben wir da eigentlich im Angebot? Wir könnten da eigentlich noch ein Stadion hinbauen, das ist cool, finde ich. Das bauen wir dann hier neben dieser Autobahn. Warum ist das cool? Lockt erstens Massenunterhaltung, genau. Das ist das, was ich haben will. Unterhaltung, da. Besuch letzte Woche 81. Da wird auch sicher ein bisschen was einbringen. Was haben wir dann noch an Monumente? Theater der Wunder, das ist ein bisschen groß. Und Costa Vermegen. Das ist natürlich klar. Der Stadtzug kostet auch ein bisschen was.
Okay. Okay, das ist natürlich etwas schwierig zu gestalten, das Ganze. Aber wann geht die Sonne auf, ist die Frage hier. Gut, ich möchte mir jetzt nochmal die wunden Punkte der Stadt anschauen. Was verkehrstechnisch betrifft, das ist hier, finde ich, nicht so schlimm. Hier auch eigentlich nicht. Es geht. Muss man ganz ehrlich sagen, es geht. Naja, müssen ist jetzt relativ gesagt. Natürlich müssen wir nicht, wir können den Strom auch anders. Gut. Das ist einmal die Straße, die wir hier bauen werden. Und was kommt hier genau hin? Das erkläre ich euch auch eigentlich gleich. Schaut ein bisschen verkrüppelt aus, was ich da mache. Das ist mir eigentlich ganz klar. Gut. Diese Ausnahme. Gut, weil da kommt was ganz Besonderes her, nämlich unsere Solar. Dings. Und mit den Solardings können wir natürlich dann die Ölpumpen weglassen. Das Industriegebiet immer kleiner machen, Büros machen zum Beispiel. Und solche Sachen.
Ease, okay. So, ist fast nichts los auf den Straßen. Oh, Zug würde schon möglich sein. Wenn ich das gewusst hätte. So, dann sind das die da. Und die da. So, Zug war noch Kanada. Okay. Ich sehe auch keinen Zug kommen. Ein Spaß natürlich. Gut, Bahnhöfe. Könnten wir eigentlich wirklich verlegen die Schienen hier rüber?
So. Dann bauen wir ein Zugnetzwerk hier. Das ist super, finde ich gut. Aber lassen wir das noch ein bisschen. Dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dann und rein, mach's gut und ciao.